Guten Tag. Also, hier nochmal mein Fazit zum Supercharger 2 von Riese und Müller. Eigentlich das beste Rad, was ich jemals gefahren habe. Hatte zwar noch ein bisschen Potenzial zum Pimpen, aber generell sind die ab Werk sowas von geil zu fahren. Panzer trifft es tatsächlich am ehesten. Ich stehe auch auf Profil. Vorne habe ich den Nobby Nick in Tubeless. Hinten noch den Rock Razor, der ist aber total runtergerockt im wahrsten Sinne. Und der bekommt, da hinten kommt jetzt der Hans Dampf ran. Damit ich auch mal wieder ein bisschen Grip hier im Gelände habe. Also ich fahre ja gerne auf normale Feldwege, um hier nochmal so ein bisschen Erholung zu finden nach der Arbeit oder kurz vor der Arbeit, je nachdem. Und das Teil bringt einen tatsächlich überall hin. Hier ist es recht idyllisch. Ich bin Trails gefahren mit dem Ding, also das glaubt man gar nicht, wo man da überall mit lang fahren kann. Ist im Grunde ein Hardtail Mountainbike. Schutzbleche haben auch noch nicht einmal irgendwie geklappert oder irgendwo aufgesetzt oder sowas. Das war ja meine Befürchtung hier vorne, da habe ich es ja so weit runtergezogen. Um ein bisschen Spritzschutz besser zu gewährleisten, besonders an der Hupe oder beziehungsweise am Motor. Und das Fahrrad ist echt eine Offenbarung. Also mehr kann man da schon fast nicht zu sagen. Mal schauen, wenn ich demnächst mal das Super Delight von meinem Kumpel fahren kann. Mal gucken, wie da dann meine Wertung ist. Also das hier ist auf jeden Fall schon überragend gut. In diesem Sinne, fahrt schöne Wege. Erholt euch, auch wenn das Wetter momentan leider ein bisschen asig ist, aber gut. Was soll's? Ich wünsche euch was. Tschüss.